Was geht ab, mein Freund, und welcome back zu einem weiteren Video. Und im heutigen Video, ihr habt abgestimmt auf Instagram, soll es um ein Full Day of Eating gehen. Doch das Ganze wird heute mal, weil ich einfach gerade mal Bock habe zu schauen, wie ich gerade stehe, komplett wieder mal getrackt und ganz nach dem Motto, wie wir es von Görki kennen, auf leeren Magen erstmal schön trainieren und dann gibt es bestimmt erst um 13 Uhr oder so die erste Mahlzeit. Ich glaube, eine meistgestellte Frage, auch bei mir, ich habe mal letztens eine Umfrage gemacht, einfach mal diese Fragefunktion bei Instagram, und es kommt immer wieder auf: Tapir, hast du mal daran gedacht, dir was zu nehmen, denn irgendwo was zu nehmen, bezogen jetzt auf den Sport. Görki ist, glaube ich, eine Person, die hier wirklich dauerfliegend rumläuft. Ich werde auch häufig gefragt, wie schaffe ich das? Ja. Weil es einfach in der Realität, glaube ich, der Mensch noch nicht so vorgekommen ist. Für uns ist es eigentlich einfach. Also für uns ist ja mittlerweile kein Wunder, so rumzulaufen. Ist die Frage, bei unserem körperlichen Ziel, hast du wirklich mal real, ich habe ja wirklich auch mal drüber nachgedacht, dir irgendwelche Substanzen nochmal zuzusetzen, um nochmal ein neues Level zu erreichen? Ja, natürlich denkst du drüber nach. Ja. Also ich glaube, jeder, der in dem Bereich trainiert und nicht drüber nachgedacht hat, der lügt auf jeden Fall. Du musst aber das immer ins Verhältnis setzen. So, die Frage ist immer so, wo willst du hin, womit kannst du dich identifizieren? Und für mich war von Grund auf auch mit dieser Mens-Physik-Vorbereitung, die ich gemacht habe, eigentlich auch das Ziel, einfach mal definiert zu sein, aber nicht so ein Brocken. Also ich habe immer Ausdauersport geliebt, ich habe immer Fußballspielen geliebt und ich respektiere auch diese krassen Classic-Bodybuilder. Ja. Aber ich habe mir immer gesagt, ich will nicht 130 Kilo mit mir rumschleppen. So, ja, aber stell mal vor, du könntest nur so ein bisschen, sagen wir als Beispiel Testosteron, noch ein bisschen was rausholen. Meinst du, der Gedanke wäre so mal da? Ich sag ganz ehrlich, von mir aus, bei mir war der Gedanke sehr oft da und man denkt sich so irgendwie, weil schlussendlich hat jeder von uns, der dort draußen trainieren geht, ja ein Spiegelbild vor Augen. Also wir gucken uns in den Spiegel und wir stellen uns was vor. Das Problem, weswegen ich das definitiv nicht machen werde, ist der psychologische Aspekt. Denn der Unterschied ist, dass du es einmal gesehen hast und oder auch zusätzlich noch am Körper gefühlt hast. Ich finde, das Training danach, sollte man das nicht mehr weiterführen, hat einfach keinen Sinn mehr. Also ich finde, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja. Weil wenn du, sagen wir als Beispiel, du solltest jetzt absetzen oder so, was ist dein Trainingsziel danach noch? Weißt du, was ich meine? Weil, ja, wahrscheinlich wirst du das dann nicht mehr toppen können. Oder vielleicht auch noch nicht mehr ansetzen können, da wo du warst. Das ist es. Deshalb rate ich halt wirklich so weit jedem davon ab. Und ich habe auch echt viele Freunde, muss ich sagen, oder einige Freunde, Bekannte da draußen, die das machen. Die Frage ist auch, wofür machst du es? Es ist klar, es ist dein eigenes Ziel, hier, aber es ist ja auch ein bisschen das Ego-Ding. Verstehst du? Ja, das ist du machst es ja auch irgendwo auch vielleicht, um anderen Leuten zu gefallen oder anderen Leuten wieder was zu beweisen. Und die Frage ist, musst du das? Genau. Ist das vielleicht nicht dein Ego, das dir sagt, du musst anderen Leuten wieder irgendwas beweisen? Ja. Und ich glaube auch, man muss vielleicht einen Grund dann damit sehen. Ich sehe jetzt auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, man entscheidet sich vielleicht für wenig Testosteron. Ja. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es gesund eigentlich jetzt so ein Riesenfaktor ist. Es gibt ja Leute, die ballern sich in eine ganze Apotheke rein. Ja. Ich bin der Meinung, du musst irgendwie einen Grund haben, unabhängig von dem, dass du ein bisschen besser aussehen möchtest. Vielleicht, dass du damit Geld verdienst, vielleicht, dass du Wettkämpfe machen möchtest, dass du durchstarten möchtest. Es steht definitiv jedem frei. Wir würden es natürlich niemals irgendjemandem empfehlen da draußen. Ich für mich habe einfach die Entscheidung getroffen, es hat für mich keinen Mehrwert. So wie Görki es einfach sagt, es hat für mich keinen Benefit, weswegen ich dem einfach nicht nachgehe. Sport ist für mich einfach nur noch so wirklich ein Teil meines Lebens, wie Zähneputzen. Von daher, meine Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare wirklich mal real. Ich weiß, das letzte Video vor 2 Jahren, ich habe darüber gedreht, ist gut viral gegangen. Die Leute haben sehr stark darauf reagiert. Hast du mal drüber nachgedacht? Das wird uns definitiv mal interessieren. Hau's mal in die Kommentare. Scheiße. Wieder mal so ein kleiner Einblick in meinen täglichen Einkauf, wobei das wirklich aktuell
der Standard schlechthin ist. Ich glaube, ich habe es 300 Mal schon in den Videos gezeigt. Hähnchen ist natürlich immer ganz oben bei mir. Skier, die punche ich mir in meinen Himbeeren. Und dazu gibt es die Flav Drops von MyProtein, und zwar, wenn er mal fokussieren sollte. Die White Chocolate sind meine Favoriten. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welche Flav Drops ihr empfehlen könnt, denn also dieser Fruchttyp bin ich überhaupt gar nicht. Und hinzu kommt, ich habe mir natürlich noch Salate vorreserviert, denn die sind aktuell so schnell ausverkauft. Wo ist meiner? Wo ist der gute? Wo ist der gute Salat? Wo ist der gute? Da ist der. Genau den. Oh. Ich war nämlich für das Cola-Video. Wenn du nämlich das Cola-Video noch nicht gesehen hast, natürlich unten verlinkt in der Beschreibung. Da habe ich ja wirklich mal fast alle Cola-Sorten, alle Discount-Cola, Fake-Cola-Sorten getestet im Vergleich zur Originalen. Check es auf jeden Fall ab. Ich war nämlich gerade letztens im Kaufland hier und habe diese Salate gefunden. Ich feiere die halt richtig krass. Mit Kartoffeln, sieht halt relativ fettig aus. Ich habe extra die Folie noch dran gelassen, damit ich das heute mal tracke. Und heute hauen wir auch mal wieder die MyFitnessPal-App an. Nach langem Mumm einfach mal eine Übersicht zu bekommen, ob auch überhaupt meine Proteine stimmen, so wie ich sie mir jedes Mal ausrechne, so im Kopf, so, ihr wisst es. Oh, Hähnchen, Baby. Die Himbeeren lasse ich jetzt schön auftauchen. Bei dem Wetter sind die sowieso in 5 Minuten ready. Dann natürlich hier mit 500 Gramm Skier Protein immer als erste Mahlzeit. Denn mittlerweile echt nach Gürki Style, wobei der sogar mir erzählt hat, er hat gestern bis um 9:30 nichts gegessen. Das finde ich schon ein bisschen sehr krass. Bei mir ist es jetzt gerade 14 Uhr, das reicht mir auch schon voll. Ich habe schon richtig gut Hunger. Und anschließend gibt es diesen saftigen Salat, wo ich halt nochmal Hähnchen separat reingehauen habe. Von Kaufland, falls ihr irgendjemand fragt. Und checkt mir jetzt gleich mal aus, wie viel Nährwert der ganze Spaß hat. Ich muss ja echt sagen, dass ich ein bisschen erstaunt bin. Ich hatte jetzt gar nicht mehr vor Augen, dass ich doch so viel frühstücke. 500 Gramm Skier, ihr seht, dass wir haben hier die 53 Gramm Proteine. Gut, die Himbeeren, das ist ja nichts. Kartoffel, Hähnchensalat, 15 Gramm Proteins, nur in Klammern. Aber wir haben hier nochmal das extra Hähnchen, 200 Gramm. Das heißt, wir haben hier 113 Gramm Proteine, 36 Fette und 81 Carbs mit 1136 Kalorien. Als Frühstück definitiv eine Ansage. Also ich würde mal sagen 1136 Kalorien, schön High Protein, das ist genau mein Life, von daher Gott sei Dank, wie schon erwartet, wobei das eigentlich nicht schwer ist, aber man will ja immer doch so ein bisschen mal kontrollieren, ob die Proteine stimmen. Schlussendlich trainiere auch ich irgendwo, dass ich meinen Körper oder meine Form wenigstens so wie sie gerade ist, auch ein bisschen beibehalte und nicht abbaue. Es geht ganz wirklich relativ schnell nach hinten los, wenn man wirklich 5 bis 6, teilweise 7-mal die Woche trainiert, so wie ich das tue, natürlich in einem angepassten Volumen, und dann halt wirklich zu wenig Proteine fahre oder vielleicht sogar zu wenig Kohlenhydrate. Irgendwo soll das schon auf Nenner alles sein. Natürlich nicht zu krass ernst nehmen, tue ich auch nicht, vor allem wenn man Hobbysportler ist, wie ich es gerade bin und wie du sicherlich auch, wenn du Wettkampfathlet bist, ist was anderes, aber hey, mach dich da bitte nicht verrückt, denn ich bekomme auf Instagram immer wieder richtig krasse Nachrichten. Yo, wie oft soll ich ins Training gehen? Welcher ist der perfekte Trainingsplan für mich? Wie viele Kalorien soll ich essen? Wie hoch soll mein Defizit sein? Ey Leute, ich würde am liebsten echt gerne jedem Einzelnen helfen, aber selbst bei so einer Frage, wie hoch soll mein Defizit sein? Das ist, als ob du, keine Ahnung, mich fragst, wie schnell mein Auto ist, obwohl ich noch nicht mal weiß, wie groß der Motor ist, you know? Also ich habe keine Relation dazu. Von daher, 7000 Kalorien sind 1 Kilogramm, rechne es dir gerne selber aus. Ich muss aber auch echt sagen, die Salate sehen gut aus. Ich bin echt nicht verwundert, weshalb die immer ausverkauft sind. Und Leute, ihr kennt das, bei mir in Hamburg, Monster gibt es so gut wie nie. Man muss immer hinterherlaufen. Hier bleibt er seit einer Woche über, müsst ihr euch mal geben. Da lag der immer noch, das Angebot war von letzte Woche, und Skier gibt es hier auch. Ich muss bei mir in Hamburg, ohne Spaß, ihr müsst bei mir in Hamburg morgens um 9 Uhr zum Lidl gehen, damit ich wirklich die Monster im Angebot bekomme, weil ihr verrückt nach draußen Paletten kauft und vor allem den Skier bekomme. Das ist kein Scherz. Wenn ich abends hingehe, 16 Uhr ist Feierabend. Und hier in Berlin tickt die Welt ein bisschen anders im Prenzlauer Berg. Die Leute stehen nicht so auf diesen Skier-Lifestyle oder es wird extra viel bestellt. Dafür sind die Salate aber immer weg. Apropos, gerade eben gab es keine Salate mehr, ne? Nee. Ich schwör's dir, jetzt um 13 Uhr, okay, um 13:30, waren alle weg. Du hast ja alle weggekauft. Ja, okay. Du warst das, Digga. Ich hab's schon gesehen. Ja. Zwei, drei Stück. Saftig. Ja, wer liebt von euch Haribo? Liebst du? Oh, Jan der Bügler. Da geht eine Packung heute safe drauf. Die können bei mir rein wie sonst was. Also das ist mein Kryptonit, würde ich sagen. Schreib mal in die Kommentare, was dein Kryptonit ist. Mm.
hier, überall hier. Willst du einen? Nee, danke. Echt nicht? Weißbrot schadet der Gesundheit, mein Freund. Ist mir egal, du hast keine Pfeffer in der Hand. Mittlerweile habe ich hier alle angesteckt in diesem Salat von Lidl. Kann ich euch auch, wie gesagt, nur ins Herz legen. Ich weiß gar nicht, wie die Werte sind. Sie sind eigentlich stabil so unterwegs. Eine Portion, oh böse. Der hat ja mehr Kalorien als der Kartoffelsalat. 520 Kalorien, 24 Gramm Eiweiß. Gut, ein paar Nudeln haben wir hier am Start. Strecken mit Proteins machen wir immer 200 Gramm. Da läuft das Ding, ne? Da fehlen die Proteins, mein Freund. Ich esse ja nicht so viel, ne? Deswegen ist das nicht so schlimm. Okay, aber Weißbrot ist als Nachtisch. Mit Chicken und Ranch. Ja, hab ich den Jungs aber gut beigebracht. Komm ich wenigstens auf die Kalorien geht's, ne? Es ist immer wichtig, Hähnchen im Haus zu haben. Außer du bist Veganer. Dann würdest du hier nicht leben wollen. Oh, guten Morgen, Leute. 18 Uhr, ne? 18 Uhr, Digga. Pass auf, Jan. Also ich habe bisher mit allen drum und dran, mit den Haribos, mit den Pickups hier, habe ich 2190 Kalorien, 295 Gramm Carbs, 52 Gramm Fett und 128 Gramm Proteine. Das bedeutet, ich brauche noch, ich finde es ein bisschen schwul, Digga, dass wir so zwei Männer in einer Wohnung oben ohne. Das ist hier echt ganz normal. Hashtag no homo. Das bedeutet, ich brauche definitiv noch ein paar Proteine rein. Also ich habe ja noch eine Packung Hähnchen, die wird, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal zerdrückt. Ich habe noch körnigen Frischkäse und so eine Handvoll Nüsse nochmal so fürs fettige Gewissen. Kommt auf jeden Fall sehr gut. Sag ich jetzt mal so, wie es ist, kennst du dich schon? Zwei Packungen. Da haben wir aber was richtig Gutes gefunden bei Rewe. Rotes Thai Curry. Gab es in, glaube ich, vier verschiedenen Sorten. Und wenn man wieder mal hinschaut, bekommt man hier nur in Klammern 13 Gramm Fett. Das andere hatte, glaube ich, 30. 24 Gramm Proteins knapp. Und ich glaube, der Stuff schmeckt. Ich habe das auch mal probiert. Schön in der Pfanne. Alles fertig. Braucht man nichts mehr zu machen. Das ist genau mein Leben. Und um die Proteins natürlich nochmal zu strecken. Hähnchenbrust. Marc war so nett. Hat die Exe jetzt nochmal für mich gekauft, weil er meine auch gegessen hat. Nein, wir sind ja keine Geizbären hier. Dann gibt es die noch dazu. Das heißt, wir pushen noch mal hier mit 150 Gramm Hähnchen. Wie man Tapia natürlich kennt, brät da hinten Marks Essen an und mein Essen ist fertig. Und ich muss echt sagen, ey, dieses Curry, rotes Curry mit Hähnchen ist echt zu empfehlen. Also für all diejenigen, die auf eine schnelle Nummer stehen, und ich stehe voll auf diese schnellen Nummern. Minimum Aufwand, Maximum Output mit Hähnchen rein, nochmal extra. Ist richtig geil. Ich liebe das auch so richtig schön pikant asiatisch in meinem Leben. Ich glaube, viele da draußen jetzt vor allem bei der Hitze lieben scharf essen gar nicht. Ich liebe scharfes Essen total. Bei Hitze, ich liebe auch Cardio bei Hitze. Also bin ich ein bisschen verrückt. Naja, nichtsdestotrotz, Protein sind aktuell, habe ich gerade eben geschaut, bei 183 Gramm. Ich muss aber definitiv noch was essen, weil ich würde wetten, laut Fitbit 17.000 Schritte, 3.600 Kalorien, bin ich locker noch im Defizit. Aber jetzt mal Leute, ohne Spaß, wer feiert die? Ey, die sind doch so geil. Drei Stück, 366 Kalorien. Und schlussfolgernd haben wir hier sogar noch das Pickup. Wollen wir nochmal hier. Tutti Frutti habe ich hier reingetrackt. Rotes Curry mit 586 Kalorien. Hier 32 Gramm an Eiweiß. Gesamt habe ich heute, jetzt, ich glaube, ich esse nichts mehr. Wir haben es jetzt schon mittlerweile 9 Uhr, halb 10. Ich muss morgen recht früh hoch, ich habe einfach keinen Bock mehr. 3141 Kalorien, 372 Gramm Kohlenhydrate, 95 Gramm Fett und 188 Gramm Proteine. Was für meine Verhältnisse definitiv sehr gut ist, denn ich muss sagen, ich wiege jetzt ungefähr so 83, 84, so roundabout. Das bedeutet mal 2. Sage ich immer so durchschnittlich, schaue ich, dass ich auf mein Proteingehalt komme, abzüglich des Fettes und der des Knochenbaus, sag ich mal so, komme ich halt auf so einen Wert, wo ich vielleicht liegende Muskelmasse von 70 Gramm habe und das mal 2 sind 140 Gramm Protein. Dementsprechend bin ich voll abgedeckt. Ich trigger die Jungs auch gerade hier, dass die wirklich mal schauen, weil die gerade beide mega durchziehen wollen, der Jan und der Marc, dass die wirklich mal schauen, auf ihre Proteine zu kommen. Und einfach mal als Tipp für all euch da draußen, wenn ihr sagt, ey, boah, esse ich nur Proteine, trackt mal einfach mal 2 Wochen oder eine Woche nur die Proteine, nur rein das. Denn ich denke, im Aufbau, klar, gesundheitliche Aspekte, auch die Fette, Kohlenhydrate, soll alles stimmen, Ballaststoffe, Mikronährstoffe. Nichtsdestotrotz, einfach mal die Proteine im Auge behalten, das ist halt mein Fokus und dann läuft das Ding. Also bei mir funktioniert das. Wobei in dem Wetter ist es, glaube ich, alles recht schwer. Aber wenn dir dieses Video natürlich wieder gefallen hat, lass einen dicken Daumen da, abonniert den Kanal, checkt die Links in der Beschreibung, bestellt
bestell gerne über MyProtein, wenn du mich supporten willst. Und dann sind wir schon bestimmt sicherlich. Ein bisschen im Arsch. Sicherlich im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Was heißt es denn im nächsten Video eigentlich? Ah, ich bin bei Carmelie zu Besuch. Es gibt definitiv was richtig Geiles zu essen. Für mich. Für euch nicht. Bis dahin.